At Two Point Hospital, over 52% of our patients believe they leave healthier than when they arrived. Our precisely calibrated equipment is operated by compassionate healthcare practitioners, many of whom have even been to medical school or watched ER. If you suffer from turtle head, let us ease your worries and noggin gently out of your body. Jest infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future, and hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. Can I go play golf yet? I'm teeing off at 3. Und damit hallo und herzlich willkommen zu, ja, Two Point Hospital. Einem, wie ich finde, sehr guten Spiel, was mir, ja, gibt seit ein paar Tagen auf Steam. Ja, und ich habe mal reingeschaut und ich fand's echt mega genial. Also, es hat mir gefallen. Ich habe es bei anderen YouTubern schon gesehen. Und ich muss einfach sagen, erhalte einen Stern immer. Okay. Und ich muss einfach sagen, saugeil. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mach das einfach mal. Ja, ich weiß, es kommt an der Stelle, wo normalerweise House Flipper kommt. Soll jetzt aber nicht heißen, dass House Flipper deswegen ausfällt. Ich plane das eigentlich mehr oder weniger abwechselnd zu machen. Also einen Tag Two Point Hospital, einen Tag House Flipper oder vielleicht nur zweimal die Woche House Flipper oder mal oder vielleicht beides auch. Mal gucken. Jetzt erstmal auf jeden Fall okay, jetzt erstmal auf jeden Fall eine Folge Two Point Hospital. Worum geht's in Two Point Hospital? Ihr habt's gerade im Intro gesehen. Es geht darum, dass man ein Krankenhaus aufbaut, in diesem Krankenhaus das Ganze ausbaut, Patienten behandelt, neue Methoden entwickelt, neue Krankheiten kommen, etc. Aber ich sag mal so, wir müssen spielen. Wir können da jetzt sowieso nichts machen und deswegen springen wir hier in den Hogsport. Hier beginnt deine Karriere als Krankenhausleiter. Lerne die Grundlagen in deinem ersten Krankenhaus. Wow, machen wir. So, Start. Und dann springen wir doch da einfach mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, Spiel gibt's auf Steam, kostet 35 Euro. Ne, Two Point Hospital. Einfach mal bei Steam eingeben und dann sollte das klappen. So, willkommen im Two Point County. Bist du bereit, dein erstes Krankenhaus zu bauen und ein paar Patienten zu heilen? Ich bin bereit. So. wahrscheinlich willst du dich erst einmal umsehen. So bewegst du die Kamera. Halte rechte. Ja, okay. Das kennen wir ja. Bewege die Kamera. So. Sehr schön. Haben wir gleich schon mal einen Erfolg. Aufnahme. Aufnahme? Ich mache schon eine Aufnahme. Krankenhaus braucht natürlich zuallererst eine Aufnahme. Dort können sich die Patienten anmelden, wenn sie im Krankenhaus eintreffen. Baue einen Empfangsschalter in der Nähe des Eingangs. So, Objekte, Aufnahme. Aha, wow. Wie, achso. Benutzt die Tasten Y und X. Ja, schön, dass X geht, aber Y nicht. Halte die linke Maustaste Ah, okay. Geht auch, okay. So, also hier ist der Eingang. Das heißt, da sollten die vielleicht. So. Passt. Empfangsmitarbeiter. Toll, wir brauchen einen Assistenten für den Empfang. Stellen wir gleich einen ein. Klicke auf das Feld Einstellen und wähle Assistenten aus. Ja. Assistent. Wen nehmen wir denn da? Lloyd Lederer. Der hat schon mal 3 Sterne. Der ist in der Kundenbetreuung ganz gut. Verbessert die Aufnahme- und Verkaufskompetenzen. Plus 50% Kundenbetreuung. Kundenbetreuung 2 hat er nochmal 50% dazu. Und Ausdauertraining. Lässt Energie langsamer schwinden, sodass der Mitarbeiter länger arbeiten kann, bevor eine Pause nötig ist. Ja, den nehmen wir. Der kostet zwar gleich mal gut das Doppelte von dem, was die anderen beiden kosten, aber dafür ist er halt
Was? Was auch immer. Dafür ist er halt dementsprechend gut da. So, den haben wir. Arztpraxis. Toll, bevor wir offiziell die Tür öffnen, brauchen wir eine Arztpraxis. Ja, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Patienten werden in jeder Phase der Diagnose einen Allgemeinmediziner besuchen. Der Allgemeinmediziner untersucht Patienten und entscheidet, ob sie zur Behandlung oder zur weiteren Diagnose geschickt werden. Bauen wir jetzt eine Arztpraxis. Okay. Zimmerbau. Mhm. Klick auf das Zimmerfeld und wähle einen Eintrag aus der Liste aus. Wenn du ein Zimmer ausgewählt hast, zeichne einen Grundriss mit der erforderlichen Größe. Platziere dann die erforderlichen Objekte. Okay. So, Arztpraxis. Ich würde sagen, wir machen die Arztpraxis hier in die Ecke. Achso. Hups. Warte mal, da kommen die Leute rein. Ist mir ein Gang. Moment. Schaltstopp. Warte. Nee. Abbrechen. Abbruch. Kann ich das? Ich möchte hier noch. Ah. So. So möchte ich das. Okay. So. Und dann wollen wir das. Worum? Wie sitzt denn der Arzt? Der Arzt sitzt so rum. Dann wollen wir das. Dann haben wir hier noch ein paar Aktenschränke. Kann ich die? Aktenschränke sind zum Beispiel für Deko ganz gut. Ein Aktenschrank? Ich möchte mehr. Mehr. Was ist das? Mehr Aktenschränke. So, dann noch hier so ein Abfalleimer. Feuerlöscher. Man weiß ja nie, was die Leute anstellen. Wo ist denn da das Fenster? Und eine Pflanze. Ne, das ist ein Fenster, da wollen wir nicht, da auch. Security Alert. Please be alert. Was? Muss an Innenwänden? Wieso an Innenwänden? Das ist ein Fenster. Hä? Na gut, okay. Dann lieber noch einen Aktenschrank. So, guck mal, haben wir schon Stufe 3 der Arztpraxis. Perfekt. Huppala. Nein. Okay. Ja, hab ich. Klicke auf Zimmer und danach auf Arztpraxis. Grundriss mit 3x3, platziere die Tür. Schreibe grünes Häkchen. Wo ist ein grünes Häkchen? Was fehlt denn im Zimmer? Ist doch alles drin. Wo ist denn das? Wieso? Zimmerbau noch nicht fertig. Ist doch fertig. Es ist ein Schreibtisch drin, es ist 3x3. Ja, es ist 4x3. Ist doch alles drin. Habe ich irgendwas in dem Zimmer vergessen? Ich meine. Was Fehler beheben? Was fehlt mir denn da? Ach so. Ach, weil die Blumen keinen Zugang hatten. Okay, ich verstehe. Okay. So, okay, jetzt. Nein, stopp. Ah, Dr. Boom, ausgezeichnet. Wir brauchen jetzt einen Arzt für die Arztpraxis. Stellen Sie einen ein. Ja, okay. Da nehmen wir, was hat der denn?
Der hat Ausdauertraining, das kennen wir schon. Patientenbetreuung, erhöht die Zufriedenheit von Patienten, mit denen der Mitarbeiter Umgang hat. Okay. Emotionale Intelligenz, erhöht die Zufriedenheit plus 10%. Jo, den stellen wir ein. Was ist der? Verbessert die allgemeinmedizinische Diagnoseeffizienz und Behandlung. Nö, wir nehmen den. Wir nehmen Emily. Einstellen. Hier, Emily, dein Arbeitsplatz. Zack, tu was für dein Geld. Krankenhaus eröffnen. Gute Neuigkeiten. Unser Krankenhaus ist nun eröffnet. Die ersten Patienten kommen. Nach der Anmeldung an der Aufnahme werden sie zum Allgemeinmediziner geschickt. Okay. Brauche ich da nicht aber noch sowas wie einen Wartebereich? Ja, ist hier ran Zoom. Mit der Kamera Zoom. Ja, schön. So, dreh die Kamera. Ja. Okay. Neige die Kamera. Okay. Stelle eine Diagnose. Da kommt er. Da ist er. Das ist der Erste. Oha. Und? Schickes Büro, ne? Eigentlich so eine Arztpraxis? Oh, da hat er doch die Diagnose. Apotheke benötigt. Patienten bitten zu warten. Wir haben unseren Patienten diagnostiziert. Der Allgemeinmediziner hat eine Nachricht geschickt. Schau in der Nachrichten unten rechts. Wir werden wohl eine Apotheke bauen müssen, um den Patienten zu behandeln. Okay. Dann doch gleich mal eine Apotheke. Wie groß muss sie denn sein? Kann man das sehen? Nee, kann man nicht sehen. Okay. Können wir auch die Apotheke gleich größer machen, oder? So, was brauchen wir denn da? Apotheke, baue eine Apotheke und stelle einen Krankenpfleger ein. Okay. Nein. So. Krankenpfleger einstellen. Die haben beide das gleiche. Er hat mehr Stärke. Wir nehmen ihn. So, tu was für dein Geld. Wir haben jetzt alles Nötige, um einfache Krankheiten zu diagnostizieren und zu heilen. Mal sehen, ob unsere neuen Mitarbeiter ihren Aufgaben gewachsen sind. Okay. Aber trotzdem will ich mal kurz gucken. Ah, hier. Können wir den Leuten doch sagen, sie sollen warten. Machen wir so einen kleinen Wartebereich, oder? Patient geheilt. Gut gemacht. Du hast unseren ersten Patienten geheilt. Wir haben etwas Geld verdient und den Ruf des Krankenhauses verbessert. Dadurch werden wir neue Patienten gewinnen. Wenn ein Arzt oder ein Krankenpfleger einen Patienten behandelt, beeinflusst deren Fähigkeit die Erfolgsaussicht. Bestimmte Krankheiten sind schwieriger zu behandeln als andere. Diagnostiziere und behandle weiterhin Patienten, damit wir genug Geld verdienen, um das Krankenhaus ausbauen zu können. Okay. So, mal ganz kurz. So, und dann brauchen wir hier noch ein bisschen Hausmeister und Instandhaltung. Wir haben jetzt ein paar ziemlich teure Maschinen. Du solltest dir über die Instandhaltung Gedanken machen. Der Zustand von Maschinen verschlechtert sich mit der Nutzung, also müssen wir von Zeit zu Zeit gewartet werden. Verwahrloste Maschinen können ein Feuerrisiko sein. Feuer gelten gemeinhin als schlecht fürs Geschäft. Stell einen Hausmeister ein, damit die Maschinen gewartet werden. Sorge dabei auch gleich dafür, dass überall Feuerlöscher aufgestellt sind. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Stimmt's? Ja. Dementsprechend aber erstmal. Jetzt kann ich die Mülleimer da nicht. Ja, Hausmeister einstellen. Ich weiß. Feuerlöscher. Erstmal hier noch ein Feuerlöscher rein. Die Bänke sind zu nah aneinander. Das ist doch aber auch ein bisschen blöd. Das heißt, ich muss die so stellen. Oh, die wird nervös hier. So, dann kann ich den Abfalleimer dazwischen stellen.
Apropos Broschüren, ja, hier, guck mal. Da gibt's Broschüren. So. Noch irgendwas? Ja, ne, Pflanzen sind immer gut. So. Zack. Getränkeautomat. Moment mal, wir machen den Wartebereich. Wir machen den gleich größer. So, dann können wir nämlich hier. Und. So. Können wir da noch eine Bank hinsetzen? So sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt stellen wir nochmal schnell einen Hausmeister ein. Ja, komm. Also da brauchen wir nicht groß drüber nachdenken. Wir nehmen Mandy. Okay. So, was haben wir hier? Krankenhausruf. Der Krankenhausruf hat sich verbessert. Okay. Hausmeister ist unterwegs. Ja, sieht doch eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Patienten bei Laune halten. Die Zufriedenheit von Patienten und von Personal und Patientinnen ist für eine reibungslose Krankenhausbetrieb wichtig. Patienten werden mit zunehmender Zeit gelangweilt, durstig und hungrig. Sorge dafür, dass sie Zugang zu Unterhaltungsmöglichkeiten, Essen und Getränken haben und bequem sitzen können, solange sie auf Termine warten. Wenn sie unzufrieden werden, gehen sie in ein anderes Krankenhaus. Ja, dann ist das doch mal gut. Dass wir hier schon mal dafür gesorgt haben, oder? Objektsteuerung. Ja, das ist okay. Personalenergie und Pausen. Die Arbeit ermüdet einen Mitarbeiter, sodass sie früher oder später eine Pause machen müssen. Ein Pausenzimmer hilft ihnen, sich zu erholen und dann mit neuer Kraft weiterzuarbeiten. Auch Getränke und Snacks sorgen für zufriedene Personal. Wenn du ein Zimmer vergrößerst und es mit interessanten Objekten füllst, gilt es als prestigeträchtiger. Menschen, die ein solches Zimmer benutzen, werden zufriedener. Punkt. Ein schönes Pausenzimmer hilft deinen Mitarbeitern, sich schneller zu erholen. Wow. Pausenzimmer freigeschaltet. Dann machen wir doch mal. Dreimal drei. Ja. Mit einer Tür hier, einem Sofa, noch einem Sofa, Spinden. Müssen wir da auch? Achso, das ist. Nee, das müssen wir nicht. Okay. Hoppala. Hopp. Stopp. Mensch, drücken wir auf die falsche Taste. So, Pausenraum haben wir auch. Pausenzimmer. Wie der Name schon nahelegt, suchen Mitarbeiter das Pausenzimmer auf, wenn sie Pause machen. Füllen wir das Zimmer mit interessanten Ausstattungen, damit es vollständig. Ja, ist klar. Oh. Neue Krankheit. Verklemmung entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit. Verklemmung entdeckt. Lässt den Patienten nicht so schnell los, betrifft viele lebende Statuen und Selfie-Spinner. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Apotheke. Okay. Ja, das passt doch. Maintenance announcement. Plants need water. Ein Job für Krause. Getränke und Snacks sind ein tolles Mittel, um Patienten bei Laune zu halten. Aber wenn keine Mülleimer in der Nähe sind, ja, ist klar, ich habe ich ja schon. Achso, Toilette. Toilette freigeschaltet. Ja, dann sollten wir vielleicht in eine Toilette investieren. Aber, na wobei, doch komm, das machen wir noch kurz. Investieren wir in eine Toilette und zwar nee, abbrechen. Abbruch. Ne, Moment. Hallo, lass mich mal. Ich will. Ja. Mensch.
Es ist ja doof, dass man das nicht direkt da dran bauen kann. Da muss ich vielleicht nochmal alles verschieben. Liebe Lüd, das soll es für heute, für die erste Folge gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, das Spiel macht euch ein bisschen Spaß. Würde mich selbstverständlich freuen, wenn ihr natürlich ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst, wie euch das Spiel gefällt. Würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.